call. Lindsay's death really hit him hard. He hasn't been in the best headspace. Montreal ist viel größer, als ich erwartet hätte. Große Städte lassen mich immer einsam fühlen. Und das Gefühl... Schlaf gut, Klebi, träum was Schönes. Das Gefühl... wurde noch verstärkt diesen Morgen, weil alle um mich rum eine Sprache sprachen, die ich nicht verstehe. Ich habe ein Englisch-Französisch-Wörterbuch am Hauptbahnhof, also am Bahnhof, gekauft, aber ich glaube nicht, dass ich es brauchen werde. Englisch sprechende Leute scheinen in Downtown öfter vorzukommen. Gott sei Dank. Das Hotel ist nett. Als ich angekam, waren alle ganz beschäftigt, ein großes Event vorzubereiten. Bis ich Marcella die Lobby eintreten sah mit einem Blumenstrauß, habe ich, also bevor ich sie da also sah, habe ich nicht gewusst, dass Valentinstag ist. Valentinstag ist. Hector und ich, und sie, Hector und sie, waren schnell weg. Und ich habe mich noch einsamer gefühlt als davor und habe mir gewünscht, Lindsay wäre bei mir. Marcella zu helfen in den letzten paar Wochen war eine gute Ablenkung. Aber es tut immer noch so weh, wenn ich an ihn denke. Ich hatte gehofft, dass der Schmerz weg wäre. Aber ich denke, ich brauche eine doppelte Dosis von Milton, um heute Nacht zu schlafen. Gott, wie viel schreien diese Leute! That's why he was observing us. Oh. Heute wollte ich Marcella und Hector aus dem Hotel rausfolgen, aber die Bürgersteige waren so voll von Leuten, dass ich anfing, eine Panikattacke zu haben. Ich habe versucht, ein Taxi zu nehmen, aber da habe ich bemerkt, dass ich kein Geld mehr hatte. Es ist eine Weile her, seit Marcella zuletzt gezahlt hat und das Hotelzimmer war teurer, als ich erwartet habe. Ich konnte die Kamera nicht verkaufen, also habe ich... Oh nein. Na, die Auszeichnung vom Krieg gepfändet. Es war schwer, sie wegzugeben nach so vielen Jahren. Und trotzdem fühlte es sich so seltsam befreiend an. Habe ich denn da einen Stuhl? Vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich mich nicht so sehr an die Vergangenheit halten sollte. Um meine Langeweile zu bekämpfen, bis Marcella und Hector zurückkamen, habe ich mir die Mitarbeiter des Hotels angeguckt. Ich habe gehört, wie Andrew und Beth sich an dem Rezeptionstisch über Bücher und Filme unterhalten haben. Und beide wirken sehr nett. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, deren Konversation zu joinen. Wenn du dir Leute anguckst den ganzen Tag und sie gucken niemals zurück, fühlst du dich bald unsichtbar. Ich habe bemerkt, dass Sophie, bin ich so, ich bin Sophie, ne? Dass wir, die den fünften Stock säubern, dass sie mein Interesse für das Leben anderer Leute teilt. Vielleicht sollte ich mit ihr reden. Oh, Baby! Paul was hiding out, right here. Did he ever find the person who was sneaking out at night? Wer schleicht sich jede Nacht aus seinem Zimmer? Die Frage hat mich verrückt werden lassen, seit meiner ersten Nacht im Hotel. Also habe ich heute Nacht entschieden zu investigieren. Ich habe... Oh nein, das tun... Habe ich ein Versteck in der Nähe der Eismaschine gefunden. Mit einem netten Ausblick über den ganzen Flur. Meine Kamera ist bereit, aber seit den letzten 3 Stunden ist hier keine Bewegung. Und ich bekämpfe mein Einschlafen. Ich brauche heute keinen Milton. Ich dachte, ein Detektiv zu sein, wäre aufregender. Vielleicht hat Marcella recht.
Vielleicht ist es Zeit, Mr. Spade loszulassen. 9:45? So, Anne and Marcella met here this morning while I was busy cleaning room 504. Ich bin circa 9:30 aufgewacht und hab festgestellt, dass ich irgendwann morgens eingeschlafen bin. Ich war in der Lage, zurück zu meinem Zimmer zu gehen, als ein Gast von 507 herkam um auf einen, und sich auf einen der Stühle saß. Sie war seitdem hier und ich kann nicht mein Versteck vor ihr verlassen. Marcella kam um 9.45 Uhr und scheinbar hat sie Hector erzählt, dass sie ihn nicht mehr liebt. Und jetzt ist er überzeugt, dass sie ihn betrügt. Das erklärt, warum er mich gestern Abend einfach aus heiterem Himmel verprügelt hat. Und mir unterstellt hat, ich hätte eine Affäre mit seiner Frau. Der Gast von Raum 507, ich habe gelernt, ihr Name ist Anne, er meinte, sie hätte eine Idee, wie sie ihr Problem lösen könnte. Ich denke darüber nach, mich zu revealen, aber ich will Marcella nicht ärgern. Je länger ich warte, desto merkwürdiger, unangenehmer wird es, wenn ich hier rauskomme. Vielleicht sollte ich... I have to get the power back on. Oh, so Paul's work with Marcella was to follow her around like a private investigator, to help her with research for her novel. Ach Quatsch, Doppeldeckerbus, ich bin ja sauber. Lieber Paul, es tut mir leid, dass es so eine enge Situation bei dir ist, so eine schwierige. Es scheint, als hättest du sehr viel gute Fähigkeiten. Oh. Ah, das ist ihr Angebot. Das sind die Gegenbriefe von den anderen, die wir gerade gelesen haben. Und es ist eine Schande, dass Arbeitgeber nicht sehen, also nicht mehr als deine medizinische Vergangenheit sehen können. Aber verzweifle nicht. Ich schreibe Romane für fast 8 Jahre jetzt. Und mein Publisher kriegt das meiste der Bezahlung, aber ich habe schon eine beachtliche Summe sammeln können. Jetzt würde ich gern das Geld benutzen, um dich anzustellen. Ich habe keine Lust mehr auf Romanzen und würde jetzt gern zum Krimi wechseln. Oh Gott, das ist ja... Oh mein Gott. Als Art von Nachforschung würde ich dich bitten, mir durch die Stadt zu folgen und Notizen zu machen, was ich dann also mache. Also, Alvin, also, ne? Mir ist bewusst, dass das ein sehr seltsamer Job ist, aber wenn man bedenkt, dass du in der Lage warst, mich zu finden... würdest du einen guten Privatdetektiv spielen können. Und zusätzlich zu deiner Bezahlung würde ich all deine arbeitsbedingten Ausgaben abdecken. Und natürlich darfst du als Erster das Manuskript lesen, sobald es fertig ist. Hochachtungsvoll, M-Punkt. Paul really got into his role. Viel zu lesen hat, ja. Lieber Paul... Ich hoffe, dass, also mich beobachten ist nicht zu anstrengend. Du hast mich sehr inspiriert und ich habe Tonnen von Ideen. Der Trenchcoat, den du letztens gekauft hast, war ein sehr nettes Detail. Du wirkst, als wärst du direkt aus einem Film noir. Und ich habe auch bemerkt, dass du angefangen hast zu rauchen. Es ist wahrscheinlich eine andere Art, dass du in deinen Charakter findest. Aber vielleicht ist das ein bisschen zu viel. Aber natürlich weißt du das am besten. Aber bitte fang nicht auch noch an zu trinken. Ich sollte in der Lage sein, in 2 oder 3 Wochen anzufangen zu schreiben. Danke dir nochmals für die Hilfe. He followed Marcella to Montreal, even though she was done with her research.
Paul, warum hast du mich nach Montreal verfolgt? Wie ich dir schon gesagt habe, ich brauche deine Arbeit nicht mehr. Und ich fange an, Bedenken zu haben, dass du deine Rolle vielleicht ein bisschen zu ernst nimmst. Du bist kein richtiger Detective. Du musst loslassen. Aha, natürlich. Oh, ich mach gar nichts mehr. Das, was ich weggeschmissen... A. B. Anne Beaumont. Aha. Ich werf jetzt nichts mehr weg. Kann ich openen, warum nicht? Should I hold on to this, maybe? Was? Ein Screwdriver, meine ich. Ich kann nichts openen. Okay, wir machen vielleicht den Strom lieber wieder an. Erstmal. Wo ist denn der Strom? Hello? Is anyone in? Hallo, ist da jemand? Also der Strom... Ach, ich weiß, wo Strom ist. Bei Eugene im Office war ja, ne? Eispickel. Was? Das sieht oben aus wie... Also ein Screwdriver. I'll need something that worked, thank God. Now, oh Gott, nee. Komm schon. Okay. Eugene, what I would give to have you with me right now. Your note will have to make do. Wenn's einen Stromausfall gibt, während ich andere Sachen im Hotel mache, ne? Check die Fusenbox. Check den Fusenboxplan. Um die benötigten Ampere zu finden von jedem Socket. Und tu alle kaputten weg. Blown fuses are usually blackened. Okay, schwarze Fusen raus. Das klingt rassistisch, tut mir leid. Ich hab nichts gegen schwarze Fusen. Und schraub neue Fusen in die Halterung und stell sicher, dass die Ampere richtig sind. Und dann musst du den großen Hebel umlegen. Okay. Das ist ja gar kein Problem. Welche sind denn blackened? Woran sehe ich denn? Sind die geblackened? Ist ja alles, was Rücken black hat, ja? Ja? Ich brauche andere Fusen. Wo sind andere Fusen? Habe ich andere Fusen? Wo kriege ich denn Fusen her? Ach, ah. Aha, Type S. 20 gehört hierhin. Nein, do this hier. Again? Fuses. Ach so, ja. I probably need new fuses. Ja. Wo kriege ich new fuses? Das ist meine Frage. Getting the fuse box open was half the battle. Now I need to take a look inside and fix what needs fixing. Ja, aber ich brauche neue Fusen. Oh. How did this end up here? Oh. Ja, aber warte mal, ich brauche neue Fusen. Can't call Eugene for help, but he did leave some instructions naja, inside gut, the fuse halt box. Anders. That's the next best thing. Nee. Ja, aber hier muss doch 20 Muga. Das heißt, okay, hier Type A. How does Eugene do this again? Ja, ich brauche neue Fusen. Ja, aber wo denn? I probably need new fuses. Oh. Yes, this is what ich habe eine Fuse. Die liegen hier einfach rum. Okay, Chat, seht ihr noch eine Fuse? Ah, hier. Oh, oh, ich hab Fusen, alles gut. Oh, oh diese Fusen, mein Busen, Alter. Okay, A. Ah. Ja, mach jetzt rein. Hallo. Ach so. Alles gut. Mausrad. Das ist nur leider verdeckt, weil Bug. Aber gut, 30 ist G. Oh. Halt das bitte nicht transparent und lauf durch die Straße. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Schwarze Fusen raus. Werde ich nirgendwo draufschreiben. Keine Sorge. So, fertig. Und jetzt hier. Einmal hebeln. Es werde Licht. Ah.
Amateurelektrischen. Hä, das war wie ein Profi. 50% der Spieler haben diese Errungenschaft erreicht. Klopp sagt. Safe. Aber ich denke, wir machen für heute Schluss. Power's back. Now I should go down to the lobby. Call the police. Oder rufen wir noch die Polizei? Wir rufen noch die Polizei. Danach machen wir aber Schluss. Wir können ja die Leiche nicht kalt werden lassen, nicht wahr? Also kann ich durch die... Warte, vielleicht... Also ich soll vielleicht nicht mit der Leiche Aufzug fahren. Ich sollte vielleicht die Treppen nehmen, falls ich jetzt kann. Vielleicht. Ich kann die Treppen nicht nehmen. Ich sollte Aufzug fahren mit der Leiche. Das ist eine gute Idee. Warum ist hier offen? Ich fahre jetzt mit der Leiche Aufzug. Gar kein Problem. Is there anything I've forgotten? Once I leave this floor, I probably won't be able to come back. Oh. Ich sollte den Koffer wieder einräumen. Das sollte ich zumindest machen. Okay. Ich konnte es nicht aufmachen, nein. Also ich kann gerne nochmal hingucken. Also vielleicht kann ich es jetzt aufmachen. Vielleicht war das wegen Strom nicht oder so. Vielleicht ist das ein elektrischer, aber ich konnte es nicht aufmachen zumindest. Da, geht nicht. Ja, ich könnte noch den Safe bei denen aufmachen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich meine, ich bin Zimmermädchen, keine Detektivin. Hey, mal gucken. Nee, nicht Basement. Okay, wir gehen einfach hin, bevor ich das finde. Also das ist ein bisschen unübersichtlich. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Schlüssel von der Box mitnehmen kann ich ja nicht. Da war ja nichts. Nee, bringt mir auch nicht so viel. 2, 3, 4, da bräuchte ich... Nee, das ist, also das ist mir zu viel Trial and Error. Hier, also da waren, glaube ich, keine Schlüssel mehr. Zumindest hatte ich eigentlich geguckt. Oh, doch, kann ich. Nee, kann ich nicht mitnehmen. Ich habe es echt nicht gesehen. Ich habe echt drauf geachtet, aber ich habe, glaube ich, nur auf die Seite geguckt und da hat man es nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall kann ich es nicht mitnehmen. Tut mir leid. Ich muss leider Traces lassen. Leave Traces behind. Entschuldigung, ich müsste... Sir, ich müsste den Fahrstuhl nehmen. I have to contact the police. I should be able to call from the front desk. Ich werde natürlich nicht mit einer Leiche Fahrstuhl fahren. Ich meine, also das wäre ja also voll der L-Move. Wie komme ich hier denn runter, wenn nicht mit dem Aufzug? Die Treppe ist zugestellt. Soll ich die freiräumen? Kann ich die freiräumen? Self-Service, Serve-Eyes. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier gucken. Kann ich dich wegschieben? Du bist ein bisschen im Weg, Sir. Oh. Ach, unten ging nicht. Hä? Ich hab doch da gerade die Maus hingehalten. Egal. I'm sorry. Ja, Sir, ich muss da mal durch, bitte. I'm sorry. I'm so sorry. Ich habe gerade das Gefühl, das Spiel mir mich müsste verarschen. Notwege immer zustellen. Ja, ja. Ich glaube, da gab es noch keine Brandschutzverordnung. Aber ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen. Hallo! Oh, er hat das Zeug weggeräumt. So, hallo. Wo sind denn alle? Bin ich vielleicht Psychiatriepatientin und bilde mir alles nur ein? So leer. Oh. Mein
Montreal Police Service, Station 22. There's a man dead. He's been murdered. I need the police. Please stay calm, ma'am. Where are you right now? The lobby. But the body, it's upstairs. Can you give me the address, please? Oh, 1178 Drummond Street. All right, ma'am. Officers are on their way. Thank you. Ist die Leiche verschwunden? Now I just have to wait for the police. Wo sind alle? Das ist sehr seltsam. Hey, you. Great timing, right? I'm thinking if we're lucky, Bernard will let us go home. No point in working in the dark. Sophie? Bean, you're not scared of the dark, are you? Hey, is everything okay? I found Mr. Cruz. Hector. Oh, you did? What was the bloke up to? You don't understand. I found his body. He's dead, Beth. Oh, merde. Merde. Sit down, okay? You look like you're about to faint. Have you called the police? Yeah, they're on their way. What happened? Was there an accident? No, I don't think so. Someone did this to him. You mean... Merde. Do you think it could have been Anne and Marcella? Also, ich sag damit ja nicht, dass sie es direkt waren, aber natürlich könnten sie es gewesen sein. I found something on Hector that would point to that. Yes. Wait, so... You touched the body? The dead body? Ach, Quatsch. I mean, yes, kind of. Sophie, rule number one when stumbling ja, upon a dead body. Die Treppe war vollgestellt. Do not touch. It could really get you in trouble. So, what did you find? There was this letter that made it sound like Marcella would get a lot of money from her husband's death. Ugh. Throw the affair into the mix and you get a pretty good motive. That's what I'm thinking. I'm probably going to hell for saying this. Who am I kidding? I'm going to hell anyway. But I can't really blame her if she did it. Also ich glaube, also entweder, also am plausibelsten fände ich jetzt, dass es Anne oder der Paul sind. Die Anne will natürlich, dass der Typ weg ist, ist traumatisiert von ihrem Ehemann und will halt einfach, dass sie frei wird. Und das würde auch klar machen, warum sie halt dann extra diese Lebensversicherung gibt. Deswegen könnte Anne es gewesen sein, weil sie ja auch also weiß, dass der Mann trotzdem sie noch also irgendwie von ihr abhält oder weghält. Dann könnte es aber auch der Detektiv sein, der vielleicht, also der Detektiv, der Paul, der, wenn er schon nicht sein Glück finden kann, ja das beseitigt, was Marcella im Weg steht, damit sie ihr Glück finden kann. Und das Geld, damit sie seine Rechnung bezahlen kann. I'm not sure I'm following. You can't blame her for murder. I'm not excusing it. I'm not. Just... Women like Anne and Marcella have so few options. It's like the world is designed to keep them apart. Beth. Oh, you know. You know. I've been with a woman before. Ziva Rivers. She's a... Oder Beth was. ...in New York. We were together for a while, and... I was so in love. It was like a fire rain couldn't put out.
I guess like anything that intense, it wasn't meant to last. But while it lasted, I was the happiest I've ever been. And if something had come between us, kept us apart, I would have done just about anything to be with her. Maybe, well, maybe that's what happened here with Anne and Marcella. Thank you. Thank you for trusting me with this. Maybe now you can understand why I care so much about you. I don't know if I'm feeling inspired by Anne and Marcella, or if it's the shock of being so close to an actual murder, but, I'd really like for us to be more than just friends. Klar! Let's go! Yeah. I'd like that too. That's... That's great. The police is here. Selbst wenn du eine Schwerverbrecherin bist, ist es okay. Of what you tell them, okay? Yeah. Yeah, of course. Wir gehen auch gemeinsam in den Knast. Ist schon in Ordnung. Wir kommen ja wenigstens ins gleiche Gefängnis, ne? Sophie und Beth im Knast. Miss Roy. A better love story than Twilight. Miss Roy. Was? Oh, sorry. I was distracted. I really need you to focus right now. I don't want to be here all night, and I'm sure you don't either. No. No, I don't. So, as I was saying, we're trying to ascertain the circumstances of Mr. Cruz's death. Can you tell me how you came to find the body? I was cleaning room 509 when I heard the elevator bell ring. Again and again and again. Wie viele Stunden haben Sie denn gebraucht, maybe um diesen, a child was playing with the also doors. Das Zimmer zu putzen? So I went out in the corridor, and that's when I saw him. All the blood and... Why was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Why was it ringing? I assume it wasn't a child after all. Hey, warum sollte ich lügen? Well, Mr. Cruz's body was preventing the doors from closing. Really? When we found the body, it wasn't that close to the doors. Ja, ich musste ja irgendwie die Polizei rufen. The stairs are blocked because of the renovations, so the elevator's the only way out of the fifth floor. I had no choice but to move the body. Just a little. Ah, so that explains the traces we found. Thank you for clearing that up. So... What did you do after that? Well, that's when the power cut. So I had to go to the janitor's closet. To access the fuse box. Exactly. Hmm. I changed a few fuses and turned the power back on. But there's a lock on that box, isn't there? Did you have the key? Ich bin absolut ehrlich. Ich erzähl alles. Außer, dass ich die zwei Sachen weggeschmissen habe. No. I didn't. Only Eugene does. But I thought an ice pick might do the trick, so I went to the ice machine to get one. Hmm. You're a size 7, I suppose. Hallo? Yes, I am. Why? What did you see when you went to the ice machine? There was blood. A lot of it. Did you touch anything? I might have touched a few things. Just to figure out what had happened to Mr. Cruz. Of course you did. Why so many witnesses can't help but compromise the evidence is just beyond me. That's okay, er kann sauer auf uns sein. Anyway, what did you do after restoring the power? I took the elevator down to the lobby. That's where I called the police. Do you remember what you said to the operator? The exact words? No. I'm afraid I don't. You said there's a man dead. He's been murdered. That's possible. What makes you so sure it was murder? I've Was soll ich sagen? Snooping around the guest rooms. Tut mir leid, es ist passiert. I didn't think you'd admit it. You knew already?
We've found pictures of you snooping around. Oh. Now, unless you want me to arrest you for violating your guest's privacy, I suggest you tell me everything you know. All right. Let's start with the victim's wife, wie viel Marcella Zeit haben Cruz. Sie? Apparently, she left in quite a hurry this morning. What can you tell me about her? Ich erzähl alles. She's having an affair, but it's not what you think. She's been in love with another woman since college. They've been apart for more than 10 years, and now they... Yes, yes, I know all about Mrs. Cruz and Mrs. Beaumont's sexual deviance. Deswegen, wenn ich das rausfinde, dann wird das ja wohl auch wissen. Have you ever witnessed them engaging in immoral behavior? What do you mean? I'm asking if you've seen them being, you know, intimate. No, I haven't. No. And did you hear them discuss their deviant ways in front of Mrs. Beaumont's son, perhaps? Imagine. What kind of effect such perversion can have on a young child? No, I didn't hear anything. Did you hear them express their hatred of men? Did they ever talk about using violence against men? Did you hear them speak ill of Mr. Cruz? Die armen Männer. Also... Ich würde jetzt ja gern einen Stand taken, aber ich glaube, es hilft den beiden nicht. Deswegen weise ich das nur ab. No, I didn't hear any of that. I'm sorry I can't be of more help. No, I'm sure you are. But we're not quite done yet, Miss Roy. We've learned from one of your colleagues that the victim had a fight with a guest named Mr. Spade. What can you tell me about him? He spent some time in a psychiatric hospital after the war. That's when he got into Mrs. Cruz's novels, and they really helped yes, him. Yes, I already know about his time in a madhouse. Big, warum soll das nicht called wissen? The place, and they painted quite the picture of him. Did you ever see him display odd behavior in or around the hotel? No. Also ich. I mean, we've all got our little quirks, don't we? Did he seem obsessed with Mrs. Cruz? A little, maybe. Vielleicht denkt er, wir wollen alle anderen beschuldigen. No. Nothing like that. We all have our obsessions. Me, for instance. I'm obsessed with celebrities and gossip magazines, and... You don't seem to understand, Miss Roy. Mr. Spade is not like you and me. He may look like us, but he's not. He's dangerous and needs to be taken off the streets. So tell me, did you ever see him be violent or aggressive? Ich finde gut, dass der Detektiv so ein guter Psychiater ist. Und das so gut also beurteilen kann. Ich, aber auch das Gleiche. No, I didn't. I'm sorry, Miss Roy, but I just don't believe you. I think you know more than you've let on. Oh, ich lass dich gleich mal was wissen. Und zwar meine Faust in dein Gesicht. You can. But you'd better stay in town. I'm sure I'll have more questions for you. Er ist nur verrückt und nicht homosexuell. Doch, er ist homosexuell, Horizons. Das ist das Problem. Er ist verrückt und homosexuell. Also, aber scheinbar weiß er das also nicht, dass der auf Männer steht. Sollte ich ihm vielleicht auch nicht sagen. Sonst, also, hat er zwei Punkte, die, also... Vielleicht verschweigen wir seine Sexualität lieber. Bernard was strangely chipper on the phone. That can't be a good sign. Like, the atmosphere is so different in here. Will it ever feel like it used to? Wir sind fast fertig. Ja, komm, dann machen wir das halt fertig. Let's go see what Bernard wants. It'll probably be a while before the hotel reopens. Wir sind bei 94%, meine Güte. Ach, go to hell. Beth. Hey. Liebling. Are you okay? I'm out of a job. But other than that, yeah, everything's just peachy. What? No, I hope you're luckier than I am. Come join me when he's done with you, all right? I'll be... questioning my life choices on the mezzanine. Yeah. Yeah, okay. Hä, das heißt, sie hat mehr Zeit für uns. Das ist doch gut. Hallo, Miss Roy. Bernard.
Come in. I suppose you know why you're here? No. I'm not sure, actually. Your phone call was a bit vague. Yes, well, I prefer to have this conversation in person. Mm-hmm. We've been getting a lot of press lately, and not the good kind. Yeah? I wouldn't expect you to understand the position I'm in, but I assure you, it's quite uncomfortable to have one's life's work blown away like that. Mm. All thanks to some sexual deviance and a nut job. It's obvious to me now that I haven't been firm enough. For guests of such morals to be comfortable booking a few nights here and committing such a horrid act. Ich kündigen. Ich kündige. Things need to change. This means elevating our standards to the highest possible level, and it starts with the people working here. It starts with you. With me? Yes. From what I've heard, you've been quite the exemplary maid lately. Clean rooms, satisfied guests. I take my job very seriously, sir. Ich kündige trotzdem. We'll see for the future, but for now, you'll be allowed to continue working here. Ich will nicht. Thank you. I'm not done. The police have finished their investigation and left a mess on the fifth floor. I want you to clean it up. You want me to go back there? Yes. Why not? I found a dead body on that floor. I'm not going back. I'll make this simple for you. If you don't do it, you're fired. Da, du kannst mich nicht feuern, weil ich kündige. You can't fire me. Because I quit. Sure. I fire you, you quit. It's all the same to me. Just make sure to empty your locker before the end of the month. That'll be all. Du bist ein Hurenbock. Hey, Beth, wir haben echt viel Zeit jetzt füreinander. Komm her. Naja. Hey. Hey. What a week. Yeah. So, what did Bernard want with you? Well, he was being kind of a jerk, so I quit. Hä, das klingt jetzt so richtig you kindisch. What? I quit. I figured there was no point in staying. Nein, das kindisch! I appreciate the solidarity, but you really didn't have to do that. I think it's for the best. Also, das war ja nicht für sie. Did Bernard say why he was firing you? Ugh. He was going on and on about keeping deviants out of the hotel. So, I may have lost my cool. Das wäre auch eher so meine Position gerade. I told him I was one of those deviants he was so afraid of. He froze for a moment, then showed me the door. Und was machst du als nächstes? So, what's next for you? I think I'm done working under Bernard's or Linda's. Maybe it's time I become my own Bernard. Minus the fascism, of course. Yeah! I can see myself owning my own establishment. One that caters to the right kind of crowd. Believe it or not, I do enjoy the company of people. Just not, wir machen Bordell auf. Stuck up, entitled clientele of this prestigious hotel. But maybe if I were behind the counter of... say, a bar, instead of a reception desk. I don't know. Is that silly? No, also nur, not. Wenn du mich nicht mitnimmst. In fact, you'd be perfect for it. You're the most charming person I know. Thank you. I'm really glad you're in my life. Me too. Can I, kiss me? Yes. I thought you'd never ask. That was... I know. Kiss, kiss, kiss. You and your acolyte kissed. I've been thinking about Anna and Marcella a lot. Should I be jealous? No, not in that way. I've been thinking about what they went through. How they had to lie and pretend, day after day,
How they had to live someone else's life for 10 years before they could finally be with each other. I don't think I could do that. Well, I have good news for you, Bean. Times are changing. It's already started elsewhere, and it will get here, eventually. One day, all the Anns and Marcellas of the world will live happily together, and no one will give a damn. I really hope that's true. It will be. Also ich sage nach wie vor, Andrew wäre für mich charaktermäßig von ihr die naheliegendere Wahl gewesen, aber im Gesamtkonzept vom Spiel passt das am besten. Oh Gott, die drei sind alle drei. Oh. Vögel, weil er doch Vögel so mochte. Oh. Oh nein, er muss zu seinem gewalttätigen Vater. Den habe ich voll vergessen. Aber was habe ich damit zu tun? Ich kann ja nichts dafür, was sie machen. It's Sophie's choice. You choose to stand up to Bernard and quit. Wir gucken gleich. Oh, wir haben eine Bar! Das ist schön. Wir haben zusammen eine Bar. So, was haben wir denn? Wow! Wir haben Ende, das 2,6% nur haben. Also just saying, 60,5% haben die Errungenschaft, you completed the game. Also 60,5. Ja, 60,5% haben das Spiel beendet und unser Ende haben nur 2,6% und das ist you chose to stand up to Bernard and quit, but now you have no money and a lot of regrets. Eigentlich nicht. Ich fand mein Ende gut. Ich fand es voll schön. Ich meine, die anderen Familien, was habe ich denn mit den anderen Familien zu tun? Also, was kann ich denn dafür, dass andere Leute nicht ermitteln können? Ich habe eine Bar mit meiner Geliebten eröffnet, also jetzt mal ganz ehrlich. Was will ich mehr? Was, Catherine Verrat? Was? Ja, danke schön, Birma. Lieb, danke schön, danke schön. Raritätenjägerin, ja? Also, ich weiß nicht, wie ihr das Ende fandet, aber ich fand es gut. Ich fand es ein schönes Ende. Matteo Pellegrini. Lupa, das ist ein Hund, der immer, wenn er das Wort Pellegrini, also den Namen Pellegrini hört, dann macht er Wuff. Dankeschön. War schön, sah glücklich aus, ja, ne? Ah, oh, danke schön, Tani, danke schön. Und danke, Elli. Danke euch, danke euch, danke euch allen, danke schön. Und Ted loben. Dass wir zusammen also Mysterien gelöst haben und ein schönes Ende, auch wenn es nur 2,6% genießen konnten. Oh, ich bin halt, ich weiß halt nicht, also ich würde wirklich gern wissen, wie viel Änderung wäre, wenn man Andrew nimmt. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Loben, loben. Alle loben.
Dankeschön, Pinkie Pie. Dankeschön. Danke, Quitty. The stream we made. Ja, danke schön. Danke euch. Vielleicht gucken wir uns das echt mal an. Weil, also da sind ja auch nicht so Deviants und so, weil wir sind dann ja nicht, also lesbisch, so böse Verbrecher und so, weil Homosexualität ist ja böse, das haben wir gelernt.